Anpacken heißt die Devise für 2007 beim SV Pöttinger Christkirchen. Man hofft, den Klassenerhalt in der Regionalliga zu schaffen und das spielerische Niveau der gesamten Mannschaft zu heben. Um diese durchaus realistischen Ziele zu erreichen, werden Ende März, wenn man in Wels in die Frühjahrssaison startet, mindestens 5 neue Spieler am Rasen stehen. Bei einer Pressekonferenz im Hotel Steigenberger in Linz wurde jetzt die neue Kampfmannschaft und der neue Vereinsvorstand vorgestellt. Wenn ich kurz die Mannschaft, die Neuzugänge vorstellen kann, fange an mit Radim Dichy, Stürmer, der was von Krems geholt worden ist, Sulimane Benjamin, Stürmer oder offensiver Mittelfeldspieler, der was von Kaffenberg gekommen ist, Danninger Hannes von FC Wös, Mittelfeldspieler. Dann haben wir in Hudelist Pepe, das ist ein Kooperationsspieler von SC Schwanenstadt, ist ein Mittelfeldspieler, seitlicher, den was wir als Kooperationsspieler haben, trainiert aber mit der Mannschaft immer mit und ist von Schwanenstadt bei uns. Und gestern noch der Schratnecker Manuel von Vöcklerbruck. Es war für mich einfach notwendig, dass ich eine neue Herausforderung kriege. Ich war nicht mehr motiviert und der Herr Klaras und der Schaschinger haben sich dann gleich gemeldet bei mir, haben gesagt, sie möchten mich unbedingt verpflichten und das war super. Und ja, mit der Mannschaft hat eigentlich super geklappt. Wir sind wirklich eine junge Mannschaft, wirklich nur 3-4 ältere Spieler. Aber ich glaube, Regionalliga spielen allgemein 4 junge Spieler und ist Sprungbrett da nach oben. Und ich glaube, dass wir die Liga halten werden. Es wird Schwabe wirklich 3-4 Vereine anstehen können, aber ich glaube, wir werden das schaffen. Ich war jetzt ein halbes Jahr verletzt, kann man sagen, und ich brauche einfach eine Spielpraxis. Und ich habe meinen Trainer an die Herauf gebeten, mir einen Kooperationsclub zu suchen, damit ich ihm spielen kann. Und da hat sich das mit Christkirchen immer gegeben. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin da ziemlich glücklich drüber. Eben, da kann ich mich wieder präsentieren und hoffe halt, dass ich bald wieder zurückkomme zur Schwanenstadt. Alle hat Angst da in Christkirchen, dass wir absteigen, aber ich glaube nicht. Das ist nicht so. Und ich will wieder meinen Namen aufbauen, so wie in Schwanenstadt. Ja, ich sage mal, ich habe ein paar Spiele verfolgt von Christkirchen, auch in Graz und so unten. Und auch hier in Oberösterreich. Ich denke mal, die Mannschaft hat Potenzial mit guten Spielern, zum Beispiel Wim Leiten im Tor. Dann gibt es Lindl, Stürmer und so. Es sind schon einige gute Spieler da und ich denke mal, wir werden das schaffen, dass wir oben bleiben. Sozusagen in einer Nacht- und Nebelaktion wurde Manuel Schrattenecker nach Christkirchen geholt. Ich bin 21 Jahre alt, habe jetzt eben zum Schluss gespielt in Vöcklerbruck. Habe auch geglaubt, dass ich mit Vöcklerbruck ins Frühjahr starten werde, bis vor 2 Tagen eben, wo mir eben die Vereinsführung in Vöcklerbruck mitteilt hat, dass sie eben noch weitere Spiele verpflichten werden. Und ich kann mir einen neuen Verein suchen. Es ist halt so gewesen, ich bin berufstätig, arbeite in einer Raiffeisenbank. Und in Vöcklerbruck ist eben so, dass Vormittag schon trainiert wird. Das ist für mich natürlich ein Problem, ich habe nicht Vormittag trainieren können. War unter anderem ein Mitgrund und ja, so ist eben das zustande gekommen. Ich habe einen Spieler kennt in Christkirchen, den Leininger Johannes, habe einen Kontakt hergestellt und eigentlich 24 Stunden später habe ich mich eigentlich schon mit Christkirchen getroffen, mit den Herrn Klaras und wir haben sie innerhalb ein paar Minuten geeinigt und dann war das schon erledigt. Auch Erfolgstrainer Ronny Schaschinger ist mit dem neuen Kader zufrieden und freut sich auf die Zusammenarbeit mit den Neuzugängern. Das sind alle Spieler gewesen, die was schon höher gespielt haben. Und da erwarte ich mir, dass sie uns im Kader weiterhelfen, allgemein in der ganzen Mannschaft, die Qualität steigern und dass wir im Frühjahr mit dem Kader vom Herbst und mit den neuen Spielern das Ziel, was wir alle wollen, den Klassenhalt, dass wir den schaffen. Die Kritik, dass der SV Pöttinger Christkirchen zu wenig auf Eigenbauspieler setzt, will der neue sportliche Leiter Andi Klaras nicht gelten lassen. Das möchte ich jetzt mal hundertprozentig dementieren, weil das sind lauter Unwahrheiten. Ich weiß nicht, von wem das in die Welt gesetzt wird. Nur weil zwei Spieler sich nicht mehr bereit erklärt haben, für Christkirchen zu spielen. Das ist Simura Marco, der charakterlich ein super Mensch ist, aber der das eingesehen hat, dass er in der Regionalliga kein Stammspieler werden kann, maximal Ersatzspieler und er möchte gerne fix spielen und so haben wir ihm die Freigabe erteilt. Und beim Spieler Bovac ist es ganz anders gelagert und mit dem haben wir uns sehr bemüht. Wir haben
mit ihm öfters Gespräche geführt, positive Gespräche von unserer Seite her, und ist uns immer mit einem Nein entgegengetreten. Und das ärgert mich jetzt noch immer, weil wir hätten sicher forciert, aber er will den leichteren Weg gehen, nicht den schweren, sich über den Kampf in die Mannschaft zu spielen. Auch sollen für die Spieler des SV Pöttinger Christkirchen bessere Rahmenbedingungen geschaffen werden. Vor allem die Spielstätte soll jetzt modernisiert werden. Es wird da einiges Geld investiert, wird in einigen Wochen bzw. in wenigen Monaten damit begonnen. Die Ausschüsse tagen schon. Und wir möchten spätestens im April, Mai mit dem Bau beginnen und hoffen, dass wir ihn 2007 abschließen können. Die Feen im Hintergrund zieht Präsident Alfred Zechmeister. Der IPZ-Eigner ist nicht nur ein überzeugter Christkirchner-Fan, sondern auch ein tatkräftiger regionaler Sportsponsor. Unter dem Motto »Neue Besen kehren gut« will der Self-Made-Man aus dem Hausruck mit vielen seiner befreundeten Funktionäre bevorgegebenen Richtlinien den Verein gleich in mehrerer Hinsicht professionalisieren. Ganz wichtig ist natürlich, dass man in Zukunft professioneller im Bereich Öffentlichkeit und Werbung auftreten werden müssen, um eventuelle Zusatzsponsoren noch zu gewinnen. Was ganz wichtig ist, ist auch, dass unser Verein versucht, in der Öffentlichkeit wieder ein bisschen, sagt man, greifbarer wird und dass man sukzessive den Zuschauerschnitt auf über 500 Besucher pro Match wieder hinbringen werden. Das sind so die Ziele in der nächsten Zeit. Ganz wichtig ist in der Infrastruktur der Platzanlage, dass da einiges passiert. Es ist uns ja gelungen, nach einigen Jahren Verhandlungen Gelder aufzustellen, dass wir die Kabinen erweitern können und die bestehenden Kabinen sanieren können. Das wird in den nächsten Monaten auch passieren. Und in weiterer Zukunft wird es notwendig sein, dass wir nur einen dritten Platz kriegen. Wir haben ja eine sehr große Anzahl von Nachwuchsspielern bei uns, nämlich über 120 Nachwuchsspieler von U9 bis U19 sind bei uns tätig. Und da gibt es immer wieder ein bisschen Platznot, damit jeder trainieren kann. Und da ist halt dann in den nächsten 2-3 Jahren gefragt, einen dritten Platz zu bekommen. Und da wäre halt die optimalste Lösung, diesen Platz dann auch als Kunstrasenplatz zu bekommen, sodass man im Winter ordentlich trainieren kann. Die Zielvorgaben sind für den Rest der Saison also klar gesteckt. Man will einen sicheren Platz im Mittelfeld ansteuern, um in der Saison 2008 den einen oder anderen Rang noch weiter nach vorne zu rutschen.